So, hallo hier zu einer neuen Folge Gamsting. Ja, wir waren beim letzten Mal Mist fahren. Damit werden wir jetzt auch weitermachen hier. Ich muss dann nur mal kurz schauen, was unser Klaas macht. Aber bis jetzt hat er noch keine Probleme gezeigt. Von dem her denke ich, dass der das Feld auf jeden Fall sauber durcharbeitet da hinten. Jetzt werden wir mal hier, glaube ich, den Miststreuer. Mir gefällt das mit der Rampe nicht so wirklich. Den stellen wir hier hin. Ich glaube, ich werde mir die Rampe auch wegmachen. Weil wenn es mal ist, dann kann ich mir auch irgendwann den Teleskoplader hier hinstellen. Und dann brauche ich diese Rampe nicht mehr. Und ich wüsste jetzt gerade kein Fahrzeug so richtig, wo ich den wirklich brauche oder wo ich die Auffahrrampe wirklich brauche. Von dem her werde ich die, glaube ich, für mich wegmachen. Weil auf den kommen wir auf jeden Fall, da kommen wir locker hoch. Das ist der sehr mini, eigentlich von der Einfüllhöhe. Muss mal schauen, ich werde den anderen noch ausprobieren, den, wie heißt der jetzt, Farmtech, Megaflex, glaube ich, heißt er. Den werde ich mal noch ausprobieren, ob ich den mit dem Frontlader beladen kann. Und wenn das auch geht ohne Rampe, dann werde ich die auf jeden Fall hier rausnehmen. Bisschen zu weit vorne. Ja, theoretisch hätten wir jetzt auch einen Hänger nehmen können und ja, das Ganze in Hängerschaufeln ans Feld fahren und dann von da aus mit dem Miststreuer. Aber ich mache es jetzt mal hier auf die einfache Variante quasi. Beziehungsweise auf die nicht komplizierte. So, machen wir hier wieder zu. Jetzt muss ich einmal komplett rumdrehen, dass ich da an den Hänger hinkomme. Ja, Zeitskalierung lasse ich jetzt mal bei 5, zumindest bis es hier mit dem Nebel wieder vorbei ist, dass wir da nicht jetzt von Nacht in Nebel reinkommen, ewig lang. Und solange wir noch keine Früchte auf dem Feld haben, können wir das auch erstmal so lassen. 6800. Ey, was fahre ich denn hier schon wieder zusammen? Das ist ja unglaublich. So, jetzt aber mal hier ein bisschen sinnvoller gefahren. Ich muss, glaube ich, noch irgendwas an meinen Pedalen ein bisschen umstellen, beziehungsweise da mal rumtesten mit dem Logitech Profiler, weil die irgendwie komisch beschleunigen. Also man kann schon recht gut dosieren, aber auf einen Schlag gibt er dann ganz schön viel Gas. Das muss ich mir alles nochmal anschauen. So, dann. Ja, Grasballen haben wir, glaube ich, sogar noch. Müssten wir aber dann auch irgendwann mal wieder machen. Ja, hier oben haben wir noch Heu und auch Heuballen und auch Strohballen. Aber da müssten wir, glaube ich, dann trotzdem mal wieder welche machen. Jetzt muss ich mal hier schauen. Feldbegrenzung. Echt gute Frage. Ja, ich war schon eine weiter. Genau, hier geht's weiter. So, wo haben wir denn da? Da haben wir angesetzt. Genau, und weiter geht's. Dass wir hier eben dann schön vorm Pflügen auf jeden Fall unseren Dünger auf dem Feld haben. Hier auch mal jede zweite Spur. Ah, jetzt kommen wir eh genau
Genau auf dem Masten. Gut, dann fahren wir erstmal rechts vom Masten noch das alles fertig. Ah ja, okay. Also der bräuchte eigentlich wirklich den Versatz, weil der ein bisschen mehr nach rechts schmeißt als. Scheiße. Nein, nicht so. Der schmeißt ein bisschen weiter nach rechts als nach links. Wusste ich so auch nicht. Jetzt fahren wir hier mal schnell eine Runde um den Masten rum. Dann ist der nämlich gleich mal hier aus dem Spiel raus. Ist das jetzt? So, dann fahren wir hier, ja, fahren wir hier gleich unten weiter. Sind wir hier gleich wieder leer. Es geht ziemlich schnell bei so wenig Ladekapazität. So, gut. Und schon wieder leer. So schnell kann es gehen. Da sind wir hier wieder hinter. GPS machen wir mal wieder aus. Dann schauen wir mal. Eigentlich müsste man noch extrem viel im Ding haben. Ich überlege jetzt nur gerade, ob wir dann zwischendurch mal mit dem Güllefass noch ein bisschen was rausfahren. Ja, da haben wir, glaube ich, irgendwie so entweder 50.000 oder 90.000. Ich glaube, das machen wir jetzt dann auch mal schnell. Den mal da, wo er jetzt auch hin soll. Nicht umschalten. So. Genau, dann machen wir den dabei mal schnell aus. Ah ja, du stehst, okay. Warum auch immer. So, jetzt ist nur die Frage. Ich glaube nicht, dass der an der Schräge umdrehen kann. Unser Glas. Deswegen mache ich jetzt da lieber noch ein paar Runden Vorgewende, dass dann eventuell das Ganze besser geht. Weil unten scheint es wohl zu funktionieren. Da kommt er immer ohne Probleme wieder hier rauf. Einfach hier in naher Zukunft die ganze Geschichte wieder säen, ansäen und ja, dann gibt es endlich Mais hier. Also vielleicht, wenn wir es schaffen, ist dann nächstes Wochenende schon Mais dran. Also schon ist gut. Ist ja jetzt doch schon eine ganz schöne Zeit her. Seitdem er hier die groben Planungen hatten mit Mais bis hin zu dem Punkt, wo es dann wirklich mal aktiv wurde. So. Das hat ja jetzt doch einiges an Zeit in Anspruch genommen. Aber es kommt, also kommt alles irgendwann, früher oder später. Und ja, Geld verdienen müssten wir auch mal wieder so ein bisschen. Aber das hoffe ich dann einfach, dass wir da mit Mais dann schon einen ganz guten Schub kriegen, weil wir das zu einem großen Teil auch in die BGA dann schieben werden. Und da einfach das Geld mitnehmen, um hier
bisschen den Hof einfach mal auszubauen und auch Maschinen zu kaufen. War ja schon seit längerem im Plan, dass wir mal eine Ballenpresse selber kaufen und. Also da kommt einiges an Material, was wir da brauchen. Und ja, das würde ich jetzt dann bald gerne mal starten. So, hier noch. Schön am Unterarbeiten. Die ganze Geschichte. Ja, den werden wir dann auch gleich zum Düngen herschicken. Der darf dann hier seine Runden drehen mit dem Düngestreuer. Und im Anschluss dann auch gleich säen. Das werden wir aber dann jeweils wahrscheinlich mit Curseplay machen. Weil sonst muss ich so viel selber mit Helfer einstellen machen. Beziehungsweise Helfer umstellen. Nicht Licht an. Ist schon hell genug. Wir brauchen kein Licht jetzt. Mit Helfer hin und her buxieren wir jetzt hier, wie man sieht, auch beim Grubbern. Aber ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob ich noch einen Curseplay-Kurs hier drauf lege, aber es ist eigentlich jetzt für das Feld schon ziemlich sinnfrei. Was wir aber machen können, wir können vom anderen Feldrand anfangen. Dann müsste er eigentlich durchfahren. Oder das durchbearbeiten. Und dann brauche ich das jetzt nicht selber fahren. Und wir können uns weiter ums Düngen kümmern. Ja. Ups, sorry. Anheben wäre auch noch was. So, GPS machen wir mal aus hier. Und den machen wir so. Gut, genau. Dann, da war ich schon richtig. Nein, ich hatte ihn ja schon abgehängt. So. Wenn wir mal unser riesen Güllefass. Weil da überlege ich jetzt gerade echt, ob wir uns vielleicht gleich ein anderes kaufen. Weil das Marshall, schauen wir mal, was hat denn das Marshall? Gülle, Gülle, Gülle. Da ist es. Gülle. 8000 Liter. Gut, das ist zu teuer. Also leisten könnten wir es uns, aber da, ich will eigentlich jetzt nicht gleich auf so ein riesiges Güllefass gehen. Ich hätte lieber gerne, was hat denn das? 10.600 und 10 Meter. Die sind auch alle so groß. Aber das wäre eigentlich ein schönes Zwischending. Was hat das hier? Ach, das ist viel zu teuer. Kaufen wir das. Machen wir es so. Und das andere verkaufe ich direkt. Ja, da ist jetzt auch nicht schade drum, wenn wir das jetzt nicht direkt zum Händler bringen. So viel hätten wir da jetzt auch nicht dafür gekriegt. So, viel größer ist es nicht, aber ein bisschen was. Und es schaut weit, weit cooler aus, finde ich. So. Genau, und wir haben eben 2000 Liter mehr Füllvolumen. Das macht doch schon mal ein bisschen was aus. Und ja, schaut schon cool. Na. Hey, hängst du jetzt so da fest? Ne? Warum ist der jetzt gerade nicht mehr rückwärts gefahren? Weiß kein Mensch. So, hier. Schön. Mit Prallteller. Alles schön hier. Gut, dann versuchen wir hier mal durch den Kuhstall durchzukommen. Um an unseren Trigger hier hin. Uiuiui. Zu knapp. So, auf
Auffüllen funktioniert. Ja, ich hänge nur mal wieder mit meinem Frontlader hier fest, aber ansonsten ist alles gut. So, aber wie es hier mit der Gülle weitergeht, sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.